Welcher Film ist richtig Dreck? Welcher ist so richtig tight? Diese Typen haben's gecheckt. Fachidioten mit zu viel Zeit. Egal ob geil oder anspruchslos. Sie haben's gesehen und jetzt geht's hier los mit Glotzkast. Alte Schinken und neue Blockbuster, Glotzkast. Hier kommen Experten, also mach Platz, da Glotzkast. Der neue Bond ist auf November verschoben worden. Oh, okay. Und zwar wegen dir, weil du erkältet bist. Ja, das ist nett vom Bond, aber ich wäre ja eh nicht ins Kino gegangen. Ja, Frank, ne? Hättest du es mir vorher gesagt, es ist zu spät. Sorry? Danke, Frank. Sorry? Ja, vielen Dank, Frank. Ich habe mich gefreut jetzt hier, nächsten Monat Bond, haha, super, jetzt der Film mit Daniel Craig, nüchtes. Jetzt kann ich hier warten. Jetzt was kommt denn jetzt sonst noch in diesem Jahr? Jetzt darf ich bis zum Sommer warten, bis der neue von Wes Anderson kommt und dazwischen nix, gar nix. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Glotzkast von dir. Also ich war jetzt gerade irritiert während der Anmoderation, ob ich sage, zu einem neuen Neue Glotzkast, euer Podcast für Frisurenmode. Ich habe mir ja in der Tat wieder die Haare abrasiert und dementsprechend herzlich willkommen zum Glotzkast. Hier und heute an dieser Stelle auch mal wieder als munteres, lustiges, von euch natürlich heiß geliebtes Duo, nachdem wir euch die letzten zwei Ausgaben solo verwöhnt haben, kann man das sagen? Das klingt ein bisschen sexuell. Ja, dann vielleicht verhöhnt haben. Heute wieder ein regulärer Glotzkast, wo wir in munterer, illustrer, ausführlicher Zweierrunde über diverse Kino- und Film- und Serienthemen reden, so wie ihr es vielleicht seit Ewigkeiten von uns gewohnt seid. Ihr hört es vielleicht in meiner Stimme raus. Ich bin derzeit ein klein wenig angeschlagen, aber ich gebe mir Mühe, den Werten, wie darf ich dich heute nennen, Keoma? Konrad Columbo. Den Werten Konrad Columbo nicht mit meinem Corona anzustecken. Darum will ich auch bitten. Ja, es ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal wieder gemeinsam über Filmthemen gesprochen haben. Seitdem vielleicht relativ frisch, wie ich weiß, ich habe mit dir jetzt noch nicht drüber geredet. Ich weiß auch gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich habe es jetzt erst in der Recherche beziehungsweise in der Vorbereitung für diese Ausgabe des Glotzkasts mitbekommen. Cinemax vergrößert sich. Das Bundeskartellamt hat es genehmigt. Cinemax schluckt Sinister. Ach echt? Ja. Oh. Das ja, ist ja. Das war's mit deiner Kinoflatrate, ne? Nee. Ich bin ja in einer anderen, Kinogruppe, aber das ist tatsächlich für Berlin, bedeutet das eigentlich, das ist eine recht interessante Kiste eigentlich, also für Berlin zumindest, das Sinister, das hat hier in Berlin, ich weiß nicht wie viele, das hat hier zumindest ein paar Häuser gehabt und das Cinemax, das hat eigentlich nur dieses eine Haus gehabt am Potsdamer Platz. Und das bedeutet jetzt eigentlich, dass hier in Berlin im Grunde genommen, also sie sind nicht die einzigen, es gibt noch ein paar UCI-Kinowelten, aber damit sind die eigentlich der Platzhirsch dann auf einmal. Also ich kann mal kurz, das ist auch kein langer Bericht, kurz chip.de zitieren, wo ich diese Meldung gefunden habe. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme der Kinokette Sinister durch den Wettbewerber Cinemax gegeben. Allerdings müssen die Betreiber vor dem Zusammenschluss Kinos in 6 Städten an den Wettbewerber veräußern, wie die Aufsichtsbehörde am Montag mitteilte. Durch die Zusammenführung der Cinemax und mit den Sinister-Kinos entsteht der nach Umsatz und Leinwandzahl führende Kinobetreiber in Deutschland, betont Kartellamtspräsident Andreas Mund am Montag in Bonn. Die Aufsichtsbehörde habe deshalb die Wettbewerbssituation genau unter die Lupe genommen. In 6 Regionen hätte die Übernahme dazu geführt, dass ein Großteil des Kinoangebots zukünftig von einem einzigen Unternehmen angeboten worden wäre, betonte Mund. Dies könne zu Nachteilen für die Verbraucher führen. Um diese Bedenken auszuräumen, hätten sich die Betreiber verpflichtet, innerhalb der nächsten 6 Monate, also ich denke jetzt mal, ja, ab jetzt, in diesen Gebieten jeweils ein Kino an den Wettbewerber zu veräußern. Aha. Nicht an den, sondern an andere Wettbewerber. Nach den derzeitigen Planungen seien dies die Sinister-Kinos in Augsburg, Bremen, Gütersloh, Magdeburg und Remscheid sowie das Cinemax-Kino in Mülheim an der Ruhr. Vor der Veräußerung dieser Standorte werde die vom Bundeskartellamt erteilte Freigabe nicht wirksam.
Okay. So, das heißt, erst müssen noch ein paar Kinos verkauft werden, damit dann nicht plötzlich hier das super-duper Übermonopol ist. Ich finde es ein bisschen erstaunlich. Gut, das mag jetzt auch dran liegen, weil bei mir in der Nähe ist jetzt nicht direkt ein Cinemax oder Sinister-Kino. Es gibt noch eine kleinere, zwar auch deutschlandweit, aber nur 5 Kino umspannende Kette, die bei mir jetzt in unmittelbarer Nähe ist und halt Kinopolis. Gibt es bei euch in Berlin auch Kinopolis? Nein. Okay, also Kinopolis ist dann wahrscheinlich eher hier so vertreten. Genau, also in Berlin teilten sich jetzt bislang halt 4 Ketten, die den Kinomarkt, das sind halt, also Cinemax hat nur ein Haus, hat halt entsprechend viele Säle, das war halt über viele Jahre das Berlinale Haus gewesen, halt das, dann Sinister, dann die York Kinogruppe, das ist da, wo ich meine Kinokarte habe, und die USA Kinowelt. Das sind die 4 großen. Und dann hast du halt in Berlin allerdings auch noch so einen ganzen Haufen kleiner, die halt auch so überleben. Ich wollte auch sagen, es gibt doch auch diese Premium-Kinokette, wo jetzt auch eine in Frankfurt aufgemacht hat, wo du so richtig bequeme Sessel hast und Astor Film Lounge war das, ne? Ja, genau, aber davon, mittlerweile gibt es in Berlin so 2 Luxus-Kinos, also und sogar die USA Kinowelt hat mittlerweile ein paar Säle auf diesen Luxuskram umgestellt. Das ist in Berlin mittlerweile recht weit verbreitet. Aber ja, die Astor Film Lounge ist so ein Ding, die hat nur einen Saal, aber das ist halt echt so ein Ding, wo ich war noch nie drin gewesen, aber wo die halt wohl auch an den Sitz Getränke bringen lassen kannst, so ein Kram. Und dann halt der Zoopalast, das ist jetzt das Berlinale Kino, das ist wohl demzufolge halt auch so dahingehend ausgestattet. Und ja, ansonsten halt in der USA Kinowelt hast du halt diese Luxussessel, wo du halt die Fußlehnen da oben stellen kannst, so ein Blödsinn. Ja. Weißt du, was ich mich schon mehrfach gefragt habe in den letzten Jahren? Gibt es noch Raucherkinos oder sind die im Zuge der ganzen Raucher sind ja komplett, also wurde quasi von einem auf den anderen Tag mit dieser neuen was heißt neu, ist ja inzwischen jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre aktiv, ne? Diese Nichtraucherregelung und dann schwupps waren die Kinos dann zu, oder wie? Nee. Weil eigentlich ist das doch so ähnlich wie Raucherclubs, oder? Ja, aber ich muss auch zugeben, in meinem gesamten Leben habe ich tatsächlich auch nur einen einzigen Raucherkino mal mitbekommen. Das war das Kino meiner Kindheit, das heißt Thalia. Die hatten sonntags immer Kinovorstellungen, aber die hatten halt auch... Die verkaufen jetzt Bücher. Ja, nee, halt, aber die hatten halt einen Saal gehabt, das war der unbequemste Saal überhaupt. Du hattest überhaupt keine Beinfreiheit, weil die so davor kleine Sachen, so eine kleine Theke gemacht hatten vor die Sitze, und dann waren die unten nach unten hin abgeschlossen, dass du deine Beine nirgendwo hinpacken konntest, und da standen Aschenbecher. Das war das einzige Raucherkino, was ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Ansonsten habe ich das nie mitbekommen. Okay, also ich erinnere mich noch, auch hier jetzt nicht unmittelbar um die Ecke, aber auch nicht sonderlich weit, gab es mal ein Raucherkino, wo ich damals, ich glaube, Star Wars Episode 3 gesehen habe, ja. Also ich weiß, dass ich in meinem Raucherkino Hüstel, da habe ich Mortal Kombat gesehen, das weiß ich noch, so lange ist das schon her. Und da hat es aber richtig geraucht, ne? Ja, ja. Aber lass mich jetzt lügen, also ich glaube, schon zu diesem Zeitpunkt wurde in dem Kino tatsächlich nicht mehr geraucht. Aber, also das war, in den 80ern war das noch da drinnen, aber dann hat es da auch schon nachgelassen. Also ehrlich gesagt, ich glaube, so richtige Rauchersäle oder Raucherkinos in Berlin habe ich fast nie mitbekommen, beziehungsweise sie waren ja recht schnell weg gewesen, wieder. Weiteres Thema kurz angesprochen, direkt wieder abgefrühstückt, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Rate mal, welches Bundesland, von welchem Bundesland oder generell Menschen aus welchem Bundesland 2019 am seltensten ins Kino gegangen sind? Vielleicht Berlin? Saarländer. Echt? Ja, die Saarländer gingen 2019 am seltensten ins Kino. Woran liegt es? Oh, die haben vielleicht Besseres zu tun. Fleischwurst essen zum Beispiel. Die sind ganz verrückt nach ihrem Leona. Das könnte aber auch im Kino machen. Ja, aber vielleicht gab es keine gute Fleischwurstversorgung im Kino. Oder vielleicht man kann nur mutmaßen, ne? Aber vielleicht gibt es auch einfach keine Fleischwurst, die sich gut mit dem Filmerlebnis verbinden lässt. Na gut, sei mal dahingestellt. Wir können ja mal die Filme, ich habe mal noch was rausgesucht, diese 10 Filme sollten Sie nicht verpassen, ab März im Kino. Die 10 Filme, die diesen Monat im Kino anlaufen, beziehungsweise schon angelaufen sind, je nachdem, auf Ihre Fleischwurst-Tauglichkeit direkt noch
und untersuchen. Dann können wir direkt eine Empfehlung geben, ob man auch im Saarland den Film schauen könnte oder nicht. Ich bin relativ gespannt. Ich habe schon mal drüber gescrollt. Die meisten Filme davon sagen mir überhaupt nichts. Ich habe auch nicht die Trailer gesehen. Mhm. Aber du als olle Kinofunze par excellence hast ja wahrscheinlich nicht nur die Trailer konsumiert bei einem deiner unzähligen Kinogänge in den vergangenen Wochen, sondern ja, hast die meisten auch schon auf deiner internen Watchlist der Filme, die du in den nächsten Tagen konsumieren wirst. Na, nun bin ich ja gespannt. Nummer 1 von 10, die Känguru-Chroniken. Nein. Warum? Interessiert mich null. Ja, aber es ist doch eine witzige, kurzweilige Dialoge, die immer auf dem schmalen Grat zwischen ernsthafter Gesellschaftskritik und Situationskomik balancieren. Das ist für mich tatsächlich, muss ich jetzt mal wirklich ganz böse sagen, das ist für mich so linkes Wohlfühlkino. Das ist so ein Film, wo Leute rumsitzen und sagen, das ist ja cool, guck mal, ne? Hier, das Känguru, voll lustig. Tritt's mal einfach so einen Hund vom Nazis weg und so ein Scheiß. Ja, aber ich glaube, da hast du dich jetzt mal ein bisschen sehr vom Trailer beeinflussen lassen. Kann das sein? Hast du schon mal Kontakt gehabt mit den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling? Ich habe Quality Land von Marc-Uwe Kling gelesen und das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, dass ich sagen würde, oh, jetzt muss ich mal die anderen Bücher von ihm lesen. Nee, also das ist auch definitiv nichts, was du lesen musst. Da musst du das Hörbuch bzw. seine Live-Hörbücher konsumieren. Oh, also die Känguru-Chronik, ich habe selbst noch nicht ganz angehört, zur Hälfte kann man jetzt mal sagen. Da gibt's ja, glaube ich, inzwischen schon 4 Hörbücher davon. Hat mich mein Chef mit angesteckt. Aber das ist richtig, richtig gut. Das ist gut geschrieben, das ist unterhaltsam, das ist lustig. Ja, und natürlich, mein Gott, wer ist rechte Literatur, dann wird ja auch keiner das unterstützen, offiziell. Ach, ja, aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, da könnten wir jetzt mal, wenn wir über den Tellerrand schauen, was wir des Öfteren in unserem Podcast machen, könnten wir durchaus auch behaupten, keine Ahnung, 80%, 90%, 95% von Mainstream-Autoren sind von Haus aus links. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier Marc-Uwe Kling, das ist doch so ein Lesebühnentyp gewesen, der groß geworden ist. Ja, ist auch definitiv quasi das, was die Känguru-Chroniken, also zumindest das, was ich davon bisher gehört habe, ausmacht. Und also er ist lustig. Ja, aber ich bin nicht so der Lesebühnen-Fan, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hatte eine ganz kurze Phase, da fand ich es ganz nett, aber nee, einfach nicht. Also vermutlich ist der Vorteil, dass er die Hörbücher, die liest er aber auch noch selber. Das wird dann vermutlich ein bisschen was ausgleichen. Ich habe dann, für mich hatte ich irgendwann festgestellt, vermutlich habe ich die Bücher auch deswegen nicht gelesen. Wenn Lesebühnenautoren ihre Werke veröffentlichen, du musst sie selber lesen, dann sind die scheiße. Es gab ja so einen Typen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß, ist. Der hat neulich in der Köln geschrieben. Vielleicht war der das sogar? Ich weiß das gar nicht. Scheiße. Warte mal ganz kurz, das muss ich kurz wissen, ja? Also, neulich in Neukölln. Also, während du redest, bin ich doch schon auf der Suche. Das war Uli Hahnemann. Ah, okay, danke. Ja, genau, Uli Hahnemann. Das ist so ein Typ, du liest die Bücher und denkst dir irgendwie, ja, wenn das vorliest, ist es bestimmt lustig, aber jetzt ist es voll platt. Und deswegen, Bücher von Lesebühnenleuten lese ich nicht. Ja, aber dann lass es doch dir vorlesen. Also, jetzt mal davon abgesehen, ich brauche den Film auch nicht. Und das, was ich schon davon gehört habe, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass das etwas ist, was gut, also offensichtlich kann man es verfilmen. Die Frage bei solchen Hype-Werken, und das ist ja definitiv ein Hype, weil das Ding ist ja erfolgreich wie Sau und letztens kam dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, die Känguru-Apokalypse, also es läuft ja, es ist Mainstream. Da ist immer die Frage, sollte man sowas verfilmen? Ja, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Muss man sowas verfilmen? Definitiv nicht. Ja, aber ist es trotzdem unterhaltsam? Wahrscheinlich. Aber das ist von Daniel Levy gedreht worden und sorry, das ist auch so ein Typ, der dreht nur alle Filme, die ich von ihm gesehen habe, die wurden abgekult wie blöd, als wenn, Wahnsinn, das neues Meisterwerk von ihm und fast alle seine Filme fand ich scheiße. Mein Führer, groß angekündigt wie sonst irgendwas, komplett versandet, dann alles auf Zucker, wird von allen Leuten geliebt, ich nicht, dann das Leben ist zu kurz. Da will er Woody Allen sein, aber er ist nicht Woody Allen. Das, alle Filme von ihm fand ich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen fürchte ich, dass mich auch die Känguru-Chroniken jetzt nicht unbedingt wuppen würden. Ich überlege gerade, habe ich von ihm den Tatort Die Musik stirbt zuletzt gesehen? Nee, kommt mir gerade nicht bekannt vor. Nee, ich glaube, ich habe keinen Film von Daniel Levy gesehen. Echt? Auch nicht Mein Führer mit Helge Schneider? Doch, ja.
aber der war auch nicht sonderlich gut. Ja, genau, da hast du es nämlich. Das war ja auch so ein Ding gewesen, wo damals alle durch die Presse ging ja ein Sturm, darf man Hitler als Mensch zeigen? Woraufhin dann Marcel Reich-Ranitzky sagte, ja, was denn sonst? Als Elefant? Fand ich immer gut. Aber der Film ist halt leider nicht gut. Er ist nicht lustig genug, um halt als gute Satire, Komödie durchzugehen. Und er ist nicht dramatisch genug, um zu sagen, oh, Donnerwetter, das ist ja düster. Der ist gar nichts eigentlich. Komplett verschwendetes Potenzial. Und das ist eigentlich von allen Werken von Levy, die ich je gesehen habe, der Fall gewesen. Und deswegen, nee, lass mal. Außerdem diesen Monat startet Emma. Es ist mal wieder einer jener historischen Filme, wenn ich das gerade richtig sehe. Es ist das 19. Jahrhundert in Großbritannien. Emma Woodhouse ist finanziell gut aufgestellt und muss sich daher keine Gedanken um die Notwendigkeit einer Eheschließung machen. Anders steht es um ihre Freundin Harriet. Die heiraten muss, um finanziell abgesichert zu sein. Emma begibt sich daher auf die Suche nach einem passenden Ehemann und gerät dabei in die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Die Film Adaption von Jane Austen verspricht Unterhaltung, Drama und viel Gefühl. Wobei ich sagen muss, wie hieß dieser Jane Austen-Film mit Keira Knightley vor einigen Jahren? Sinn und Sinnlichkeit? Nee, das war, glaube ich, mit Emma Thompson. Sicher? Und schon länger her. Nee, das war Stolz und Vorurteil, was du jetzt meinst. Das war Shakespeare. Okay, ich schau mal kurz. Wie habe ich gesagt, heißt die alte? Keira Knightley, die ich natürlich nicht schreiben kann, weil die alte einen ganz komischen Namen hat. Deswegen gebe ich es bei Google ein und lass mich verbessern. Ah, so schreibt man die gute Frau. Lass mich schauen, dann kann ich dir sagen, was ich meinte. Ich meinte. Sensibility aus welchem Jahr kommt denn das? Weiß ich doch nicht. Die hat viel zu viel gedreht, die Frau. Warum hat die eigentlich so viel gedreht? Die hat doch einfach nur damals diesen einen Fußballfilm gedreht und dann war sie in Fluch der Karibik. Wo kommen denn die ganzen Filme her? Wer hat denn die ganzen Filme mit Keira? Was? Keira Knightley hat in Star Wars Episode 1 mitgespielt? Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Ja, hat sie mitgemacht, tatsächlich. Kick it like Beckham. Genau, Gott, heute geht's echt nicht. Kick it like Beckham, meinte ich. Okay, ja, also den meinte ich jetzt nicht als den Film, aber ich meinte, mit dem Fußballfilm ist sie damals aufgetaucht und ja, natürlich, tatsächlich Liebe, einer der besten Filme aller Zeiten. Stolz und Vorurteil, meine ich. Und echt? Das war doch ein Jane Austen-Film. Ja. Ja, Jane Austen, da war sie die Hauptrolle. Verdammt, jetzt habe ich das. Warte mal, Shakespeare, was für ein Quatsch, ich nehme alles zurück. Ich habe du irritierst mich hier, du Silber. Ja, ich auch, ja? Sorry. Ich habe gerade Emma Thompson, das war viel Lärm um nichts gewesen. Entschuldigung. Wie sind wir eigentlich auf Keira Knightley gekommen? Achso, ja, Jane Austen. Der war gar nicht mal so schlecht, zumindest beim ersten Mal schauen. Ja, gut, weiß ich. Ich bin jetzt nicht so der Feminist, der sagt, oh, wow. Jane Austen, das muss ich unbedingt gelesen haben und dann würde ich auch in den Film gehen wollen. Ich sag nur, man sollte diesen Film nicht vorher verurteilen. Also vielleicht ist er ja gar nicht mal so schlecht, weil Jane Austen, die hatte ja durchaus irgendwie erzählmäßig doch vielleicht so ein bisschen was drauf, selbst wenn sie jetzt keinen Penis hatte. Ja, ich habe den Trailer gesehen, der sah so nach nichts aus. Naja, dann ist der Film vielleicht auch nichts. Würde ich jetzt mal annehmen, weil ich weder Teil 1 noch Teil 2 noch Teil 3 gesehen habe. Ip Man 4, The Final. Ich habe ich auch nicht gesehen, aber viele schwören ja auf den Film, dass das eine der letzten großen Kampfsportfilmserien ist. Weil das ist ja der Typ, der Bruce Lee trainiert hat oder sowas in der Richtung. Und das ist halt die Geschichte seines Lebens. Und es gibt diverse Leute, die feiern das gerade richtig ab, dass nochmal ein vierter Teil kommt. Okay, also es geht darum, dass der hier Trainer Etienne, davon nach San Francisco. Ja, Etienne Gardet findet das so total super. Der freut sich total den Arsch, hat er schon mehrfach bei hier Kino Plus angekündigt. Ja, Etienne Gardet, das ist der Typ, wegen dem ich Kino Plus nicht schaue. Echt? Ja. Ich werde aggressiv. Jedes Mal, wenn ich Etienne Gardet, weißt du, es reicht mir schon, wenn ich aggressiv werden muss, wenn er mal versehentlich bei Game 2 auftaucht. Und die Leute, die jetzt die Podcasts-Produktionen aus dem Hause Frankster schon länger verfolgen, die hören natürlich auch den Feta-Käse mit Tom und die wissen auch, dass Tom ein riesengroßer Kino-Plus-Fan ist, der das Ganze am liebsten auch live binget, schaut
also doch nicht mal hier die Rocket Beans Produktion abwartet, bis sie im Netz sind, sondern das Ganze dann auch direkt bei der Live-Ausstrahlung schaut. Und weil er mich da so ein bisschen fickelig drauf gemacht hat, weil ich bin ja auch relativ leicht zu beeinflussen, habe ich dann auch mal dreimal sogar in den letzten Monaten versucht, bei Kino Plus reinzuschauen. Aber nach ein paar Minuten breche ich jedes Mal wieder ab, weil ja, ich weiß es nicht. Ich kenne Etienne Gardet ja auch schon seit Ewigkeiten, aber irgendwie jedes Mal, wenn der anfängt zu reden, nach einer Minute möchte ich ihm einfach noch aufs Maul hauen. Okay. Also nee, also das ist noch schlimmer als bei Böhmermann. Also bei Etienne, ich weiß ich nicht, also werde ich aggressiv. Geht nicht. Also Zitat es mag sein, dass Frank L. Ich will Etienne Gardet auf die Fresse hauen. Frank Stern ist mein Künstlername. Frank Stern. Ja, dann findet er dich ja nicht, wenn ich den nehme. Ja, warum sollte er mich denn auch finden? Na, ich will Will er unbedingt ein paar aufs Maul haben. Soll kommen, der Spacko. Das muss ich jetzt mal ganz kurz wissen. Wieso, im Grunde genommen ist doch Etienne Gardet der in Anführungszeichen Bad Boy der ganzen Sache. Also ja, ich weiß, ich sehe es ja auch nicht. Also es mag jetzt auch sein, dass Arsch versteht sich nicht. Ja? Also, vielleicht ist er mir auch einfach zu ähnlich, ich weiß es nicht. Der hat doch vor einiger Zeit hat er diesen riesen Rant gemacht über Netzkultur, wo immer alle gleich sagen, guck mal hier, über Netz anschwärzen, der ging doch auch total viral und ich hatte echt so gedacht tatsächlich, ja, endlich mal einer, der sagt, also insofern, okay. Nee, ich weiß nicht, woran es liegt, also aber bei dem kriege ich einfach nur Aggression, deswegen Kino Plus werde ich mir leider nie anschauen können. Okay, dann werden wir auch nie erfahren, ob wir Ip Man 4 gut gefunden hätten, weil wir haben ja keinen, der uns darüber berichten kann, wenn wir es nicht gucken, ne? Ja, du kannst aber mal ins Kino gehen. Das läuft bestimmt hier in deiner Kinoflat, in deinem irgendwelchen Themenbezogen. Ich fürchte leider nicht und da ich Ip Man 1 bis 3 nicht geguckt habe, bin ich auch ein bisschen raus. Außerdem startet diesen Monat, wusste ich bis, also ich, der Name sagt mir was, Onward, keine halben Sachen, bis eben gerade wusste ich nicht, dass dieser Film ein Animationsfilm ist. Ich habe wohl gelesen, dass ein Onward-Film kommen soll und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was es ist. Einer Welt voller Magie und magischer Wesen ist trotz allem übernatürlichen Kräfte der technischen Fortschritt und die Bequemlichkeit eingekehrt, als die beiden Elfen Ian und Barley zum 16. Geburtstag den Zauberstab ihres versorgenden Vaters geschenkt bekommen, beginnt für sie ein großes Abenteuer, ihre Mission, den verstorbenen Vater aus dem Totenreich zurückholen. Die Zeit ist allerdings begrenzt. Was ich jetzt hier meine Suppe auf, während du weiterredest, weil das ist, glaube ich, spannender. Was ich jetzt hier so runtergelesen habe, als wäre es nicht sonderlich spannend. Heißt indes allerdings nicht, dass ich mir den Film nicht anschauen werde. Ich schaue eigentlich oder hole auch gerade derzeit so jeden Animationsfilm der letzten Jahre oder letzten 2 Jahre oder zumindest letzten 12 Monate nach. Habe unter anderem jetzt auch die Addams Family geschaut. Ich mag Animationsfilme. Mir sagt Onward bis auf den Titel nur bisher leider gar nichts. Der ist von Pixar, oder? Das ist gut möglich. Ne? Ja. Also, und in der finalen Version dieses Podcasts fällt auch gar nicht auf, dass da eben ein Cut war. Und wir nach der Frage auch direkt beantworten, dass dieser Film von Pixar ist. Frau Frank, finde ich ja gut, dass du sofort wusstest, dass der von Pixar ist und dass du nicht wegschneiden musstest. Ja, ne, es ist grandios. Und gut, Originalsprecher interessiert mich ja eh nicht, weil ich schaue die Filme ja nicht auch in der Originalsprache. Aber von allen schon angekündigten, zumindest bei Wikipedia stehenden deutschen Synchronsprechern, wissen wir schon, dass Annette Frier eine Rolle sprechen wird. Okay. Ja, sei ihr gegönnt. Also so. Pixar hat ja immer so eine gewisse Garantie. Also das ist ja so ähnlich wie, keine Ahnung, gibt bei euch bestimmt ein, also oder Berlins erfolgreicher Döner ist bestimmt nicht deshalb erfolgreich, weil er so exotisch schmeckt, sondern weil er halt die breite Masse popcornmäßig befriedigen kann. Und so ist es halt bei Pixar-Filmen auch immer. Es muss jetzt nicht der beste Film der Welt sein, aber die breite Masse, also der Großteil der Leute, die das anschauen, werden sagen, ja, der war gar nicht schlecht. Ja, die Pixar-Formel. Ja. Ah, genauso ja. Wie der bestbewertete Döner meistens nichts Besonderes ist, aber halt ne, Mainstream-mäßig. Ja, so wird's wohl sein. Was kommt sonst noch? Jedem Geschmäckle gerecht wird. Ich bin irgendwie raus bei Animationsfilmen, fällt mir gerade auf. Ja, warum? Gab's da irgendwie eine Enttäuschung? Hatte ich vielleicht Toy Story 4, eigentlich, den ich noch nicht geschaut habe, enttäuscht? Den habe ich auch nicht geguckt. Ich hätte ihn gucken können, aber auch so kam und ging. Der letzte Animationsfilm, den ich tatsächlich geguckt habe im Kino, das war der Lego-Batman-Film gewesen. Der war tatsächlich eine Enttäuschung gewesen. Der erste oder der zweite? Der erste, den fand ich nämlich richtig gut. Der erste Lego-Batman, es gibt schon nur einen Lego-Batman-Film, du meinst vielleicht gerade so Lego-Movie. Ah, stimmt, genau.
Ja, so, den zweiten habe ich da auch nicht gesehen. Und beides für mich Batman, Lego Batman-Filme. Und ansonsten der letzte Animationsfilm, den ich zu Hause geguckt habe, das war dieses, wie hieß der, Your Name? Dieser übergehypte Manga? Ja, der im wahrsten Sinne des Wortes übergehypt. Also ich meine, das war kein schlechter Film. Ja. Aber da habe ich den, das ist wieder so, da habe ich den Hype null verstanden. Ging mir ebenso. Das war so, es war nichts Besonderes und auch noch nicht mal die Story hat einen weggehauen und nee, keine Ahnung. Hab den auch gesehen. Ich habe ja auf Arbeit einen immens Japan-affinen Kollegen, hab den gefragt. Der hat mich ganz entsetzt angeguckt, als er gemeint hatte, ja, nee, war nett, aber warum? Warum ist das jetzt der? Also sorry, ich meine, ich habe selbst schwächere Ghibli-Filme gesehen, die besser waren als das. Der allererste Pokémon-Film, erinnere ich mich noch, war ich damals im Kino, der wurde ja jetzt quasi neu veröffentlicht. Echt? Also in einer neuen Animation sozusagen. Also neue Verfilmung sozusagen auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht, von 4:3 auf 16:9 und alles neu gezeichnet, beziehungsweise jetzt computermäßig. Ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, der ist sogar Netflix-exklusiv. Warum? Ich weiß es nicht. Warum ist die Grundfrage, weil ich habe dann auch mal auf YouTube so Vergleichsvideos gesehen und die haben wohl wirklich den Film, also die haben da nicht groß Veränderungen vorgenommen, außer halt, dass es jetzt halt besser aussieht und neu eingesprochen. Toll. Aber es ist ansonsten der gleiche Film. Ja, Mensch. Ja. Ne, ich wollte Mewtwo ja auch mal in 3D sehen. Ja, sozusagen. Ne? Und dann kannst du es noch nicht mal, weil er ja nur auf Netflix läuft. Ach, schade. Ist ja gerade wieder ausgelaufen bei mir. Ja. Außerdem startet Für Sommer. Was läuft denn sonst noch? Du, jetzt tust du aber mal so, als wüsstest du, was Für Sommer ist. Du, aber Frank, ich bitte dich. Also, das ist jetzt schon fast beleidigend. Natürlich weiß ich, was Für Sommer ist. Ja, was ist das Für Sommer? Nun, Für Sommer ist eine Liebeserklärung einer jungen Mutter an ihre Tochter. Also der Film erzählt ja die Geschichte von Wat al-Kateabs Leben in Aleppo. Also angefangen von den Aufständen in der syrischen Stadt über die Liebe zu ihrem Mann, ihre Hochzeit bis hin zur Geburt ihrer Tochter Sama. Und all das inmitten eines katastrophalen Krieges. Guck mal, das musst du nämlich so sehen. Mit ihrer Kamera liefert Wat al-Kateab unfassbare Bilder über Verlust, Freude und Überleben. Und das ist ja die Sache. Über allem schwebt die Frage, soll sie aus der Stadt fliehen, um das Leben ihrer Tochter zu beschützen? Also, das wissen ja viele gar nicht. Der Film ist der erste Dokumentarfilm der preisgekrönten Emmy Award-Gewinner und Filmemacher Wat al-Kateab und Edward Watts. Das ist so viel, will ich mal sagen. Würdest du denn diesbezüglich, also erstmal hier Props an dich, ich bin überrascht, wie sehr du da ins Detail gehen könntest, aber würdest du sagen, dass die für den Oscar nominierte Dokumentation Einblick in die Lebensrealität in Aleppo vornimmt und während des Bürgerkriegs handelt? Nein. Nein? Bist du denn der Meinung, dass 5 Jahre lang von Wat al-Kateab Entschuldigung, war da die Ereignisse mit einer Kamera aufgenommen wurden? Ich glaube nicht, es ist völlig absurd, das zu glauben. Denkst du, dass in dieser Zeit sich Wart in einen Arzt verliebt, ihn heiratet und beiden bekommen eine Tochter, um die sich dann letztendlich auch der Titel vom Film dreht? Absolut unmöglich, dass das passiert. Könnte es dann sein, wenn das der Fall ist, dass sie zunehmend vor der Entscheidung stehen, ob sie für den Frieden in ihrer Heimat kämpfen oder fliehen sollen? Ach du, das erscheint ein bisschen abwegig. Nee, ich glaube nicht. Meinst du, sie entscheiden sich dann eher für Letzteres und landen in London, wo sie quasi emotional, persönlich und schonungslos in diesem Film die Möglichkeit geben, den syrischen Bürgerkrieg ganz nah zu erleben? Du, nee. Ja, also Für Sommer, wie gesagt, ein Dokumentarfilm. Ja. Narzis und Goldmund startet diesen Monat auch. Ist es nicht ein bekanntes deutsches... Das ist das erfolgreichste Werk von Hermann Hesse, mein lieber Herr Columbo. Gut, ich würde dann mal Karl Columbo. Gut, ich würde sagen, dann können wir... Konrad Columbo, dachte ich. Ich denke mal, dann können wir im Grunde genommen auch die Liste jetzt unterbrechen, weil wir wissen, das ist der erfolgreichste Film des Monats. Weil ich meine, wenn ich auf der Straße herumlaufe, dann höre ich ja ständig die Leute sagen, Mann, wann wird denn Hermann Hesse endlich mal wieder verfilmt? Oder? Also die Leute sind ja heiß auf eine neue Hesse-Verfilmung. Ja, natürlich. Und bei Narziss und Goldmund geht es um zwei Freunde,
die auf besondere Weise miteinander verbunden sind. Die beiden Jungen lernen sich im Kloster kennen und schließen Freundschaft. Wow, was für eine geile Story, ne? Dann trennt sie die unterschiedliche Vorstellung vom Leben. Narziss verschreibt sich Gott und dem Glauben und wird Mönch. Goldmund hingegen treibt es in die große, weite Welt. Nachdem die beiden viel erlebt haben, begegnen sie sich im Kloster wieder, in dem ihre Freundschaft begonnen hat. Ende. Ja, warum soll ich mir jetzt noch den Film anschauen? Siehst du, das ist ja eine Story, die ist universal, die will man immer wieder sehen. Deswegen der Film, ich denke mal, der hat gute Chancen in Deutschland Avengers Endgame zu schlagen, so vom Einspiel her. Denkst du, das wird der erfolgreichste deutsche Film des Jahres oder wird's Kartoffelsalat 2, der ja wirklich kommt? Ich persönlich denke, das wird der erfolgreichste deutsche Film überhaupt. Okay. Der Film des Manitou war schon viel zu lange auf Platz 1, obwohl ich glaube, nach Zahlen ist es immer noch Otto, der Film, der wird geschlagen. In der Tat denke ich, dass der Film, den ich dir jetzt anpreisen werde, übrigens auch ein deutscher Film von Konstantin Film, zumindest Chancen hat, der erfolgreichste deutsche Film dieses Jahr, also wirklich jetzt, no kidding, zu werden. Na? Wir alle haben damals die Serie im Vorabendprogramm der ARD geschaut. Wir alle waren damals verliebt. Berlin? Genau, wir alle waren damals verliebt in Lolle. Und umso entsetzter, da habe ich sogar jetzt ausnahmsweise mal den Trailer gesehen, war ich, als ich vor einiger Zeit den Trailer zu Berlin, Berlin, der Film gesehen habe. Also natürlich, ich finde es gut. Ich stehe ja auch drauf, wenn Frauen jetzt nicht abgemagert und irgendwelche Schönheitsidealen folgend, keine Ahnung, Hollywood-eske Darstellungen machen wollen, aber wie Felicitas Woll, beziehungsweise wie Lolle hieß in Lolle, ja, ja. Dargestellt wird in Berlin, Berlin, das fand ich schon, also ja, nee, also merkwürdig. Boah, ja, das ist eine Frau in ihrer Midlife-Crisis, die sich hat gehen lassen irgendwie. Okay, also ich habe jetzt allerdings auch nie die Serie wirklich so... Natürlich hast du die Serie gesehen, du kommst doch aus Berlin. Ja, es hat mich nie interessiert. Hallo, du kommst doch aus Berlin, natürlich hast du Berlin, Berlin gesehen. Jeder hat Berlin, Berlin gesehen. Ich habe Berlin, Berlin nicht gesehen. Natürlich, du warst total verliebt in Felicitas Woll, wie wir alle. War ich nicht? Ja, du fandst sie schon in Mädchen, Mädchen toll. Und nein, Felicitas Woll ist mir scheißegal gewesen, schon immer. Das ist doch eine heiße Schnalle. Ja, von mir aus, aber mich hat halt Berlin, Berlin nicht interessiert. Also, schaust du dir den Film an? Nee. Warum? Mich interessiert Lolle einen Scheiß, warum soll ich mir den Film mal gucken? Weil das der erfolgreichste deutsche Film des Jahres wird. Mich interessiert doch nicht, was das eine Figur geworden ist, die mich schon damals nicht interessiert hat. Und ich glaube auch nicht, dass der Film immer folgt. Und ich meine jetzt mal ernsthaft, wir reden heute noch über Berlin, Berlin. Wie lange ist denn das her? 10, 11, 12 Jahre? Vor 15 Jahre. So, wer kommt denn jetzt, wer ist denn jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, ja Mensch, holen wir mal Lolle wieder zurück? Warum? Ja, das ist doch quasi gang und gäbe, dass zu Serien, die schon vor Ewigkeiten eingestellt wird, ein Film folgt. Und ja, gut, manchmal folgt dann auf einen Film sogar noch mal eine Serie. Siehe Veronica Mars beispielsweise. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja auch meist, in Amerika mag das funktionieren, aber hier ist doch das Klientel, was damals in Berlin, Berlin von mir aufgewachsen ist, das ist doch mittlerweile alt, das geht doch nicht mehr ins Kino, um sich diesen Scheiß anzugucken. Ja, naja gut, aber deswegen ist vielleicht auch diese Thematik in dem Film, das Publikum, das damals Berlin, Berlin gesehen hat, also ich beispielsweise, gut, ich meine, wir wissen, ich bin zeitlos, ich altere nicht, ich bin weiterhin in der Blüte meiner Jugend, wird das wahrscheinlich auch noch die nächsten 40, 50 Jahre sein, aber das andere Klientel, was damals Berlin, Berlin geschaut hat, ist natürlich inzwischen genauso alt, verbraucht und fertig wie Lolle in diesem Film. Und ich warum denke, soll ich mir das denn angucken, wenn es mir sowieso selbst scheiße geht? Warum soll ich mir dann angucken, um dass es dich bestätigen zu lassen? Ja, warum denn? Weil das ist dann quasi eine von uns sozusagen. Und dann kann man mitfiebern, weil die ist ja quasi wie wir. Also ich meine, damals, wie hieß das hier, Türkisch für Anfänger, da kam der Film, glaube ich, ja ein, zwei Jahre danach, das war noch ein Zeitraum, wo man sagen konnte, ja gut, okay. Ja, und hat keinen Sinn gemacht, weil er die Story von der Serie neu erzählt hat. Ja, aber im Großen und Ganzen, zumindest war die Serie noch im Bewusstsein, aber Berlin, Berlin, ganz ehrlich, ich hatte die völlig vergessen. Und dann laufe ich am McDonald's vorbei und dann legt er die Kino-News aus und dann Berlin, Berlin, der Film und denke mir, was? Hä? Warum? Aber nee, wie gesagt, also ich bin der Meinung, das könnte eventuell der deutsche Film des Jahres sein. Ich glaube nicht. Wobei, Deutsche gucken lauter Scheiße. Insofern, der einzig gute deutsche Film letztes Jahr, ich erzähle ja Müll, letztes Jahr
2019 habe ich einige gute deutsche Filme gesehen. Er hat, mein Glaube an den deutschen Film ist ja wieder ein bisschen reaktiviert worden, fällt mir auf. Durch In den Gängen, danke. Der war toll, aber der war, glaube ich, im Jahr davor schon gewesen. Ja, ja, ne, aber da begann es dann quasi. Also, wobei indirekt Toni Erdmann hat schon auch bei Gruftis wie dir, die immer gesagt haben, die Deutschen können keine Filme sehen, so eine kleine Revival-Tour gestartet. Aber halt hier letztes Jahr Systemsprenger, ganz großartig. Habe ich noch nicht geschaut. Ist ja jetzt ein kleiner Fun-Fact für alle Streaming-Uschis unter euch auf Netflix. Jupp, hab ich mitbekommen. Und ansonsten leider, 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 gut, vielleicht mochte nur ich den Film deswegen, aber Oh Beautiful Night, den ich total abgefeiert habe, der kommt nicht auf DVD mehr. Der ist, gut, hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Der Film hat vermutlich 12 Zuschauer gehabt und einer davon war ich. Aber trotzdem ein bisschen schade. Jetzt muss ich halt jedes Mal hoffen, dass der irgendwann mal bei Arte läuft, damit ich den mal aufnehmen kann oder sowas in der Richtung. Ja, lieber Karl Konrad Christoph Kolumbus Columbo. Karl Columbo. Nee, also du hast, ursprünglich hast du gesagt, du möchtest Konrad Columbo heißen. Karl Columbo. Naja, also lieber Benjamin Blümchen, der Mythos besagt, ja, dass die Wassernymphe Undine oder Andine, ich weiß nicht, ob der Film deutsch oder sonst was ist, erst eine Seele erhält. Benjamin Blümchen. Erst eine Seele erhält, wenn sie heiratet, und wahre, aufrichtige Liebe erfährt. Ist Otto, ihr Mann nicht. Otto, werf den Wasserfall zu. Ist ihr Mann nicht treu, muss er sterben. In dem Film von Christian Petzold, dann würde ich sagen. Otto, ist das eine Meerjungfrau? Undine, ich nenne sie einfach Undine, weil Christian Petzold klingt irgendwie deutsch, versucht sich Undine gegen diesen Fluch zu wehren. Die moderne Version dieses Nixon, da darf man noch I sagen. Nixon-Mythos. Es geht um Richard Nixon. Zeigt neue Facetten der Geschichte. Undine ist eine Liebensgeschichte und es erzählt den Kampf gegen den eigenen Fluch. Auch diesen Monat im Kino. Ende weißt du, Monat. Das wäre doch toll, wenn Benjamin Blümchen einer Meerjungfrau helfen müsste, oder dass sie zurück ins Meer kommt. Ich glaube, das würde Benjamin machen, oder? Das gab es sicherlich schon. Meinst du? Ja. Warte mal, das müssen wir gleich mal gucken hier, ne? Also, so, Benjamin Blümchen. So, und dann Meerjungfrau. So, was wird mir gezeigt? Nein, gab's in der Tat noch nicht. Ich glaube, wir haben da eine Lücke entdeckt. Also kannst du direkt mal Elfie Donnelly anschreiben. Mhm. Die lebt ja, soweit ich weiß, noch. Und ihr schreiben, dass du unbedingt Benjamin Blümchen und die Meerjungfrau hören willst. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, das ist ein Thema, das kann man auch gut verkaufen, hier mit Umwelt und so. Das wollen die Kinder auch hören und so weiter und so fort. Ich denke, da kann Benjamin einiges reißen, oder? Wofür steht eigentlich Anthropomorph? Anthropomorph, das ist, glaube ich, das sind... Nee, Anthropomorph. Benjamin Blümchen ist die Hauptfigur und ein anthropomorpher Elefant. Das ist eine Art menschliches Tier, könnte man so ehrlich sagen. Also, er ist ein Tier, aber ja, eigentlich so eine Art Mischwesen aus Mensch und Tier, muss man ganz klar zu sagen. Übrigens in den letzten Jahren, also Benjamin Blümchen wird ja definitiv fortgesetzt, wer hätte es auch nicht gedacht, nachdem letztes Jahr auch die Realverfilmung ins Kino kam. War das überhaupt? Doch, das war eine Realverfilmung. Das war ja mit Heike Makatsch, auch wenn die so... Benjamin Blümchen. Als Benjamin Blümchen, ein bisschen zugenommen, die gute. Ich lese mal die letzten paar Folgen, die von 2018 bis 2020 von Benjamin Blümchen rauskamen. Also wir erinnern, also jeder von uns kennt jetzt beispielsweise noch Benjamin Blümchen als Wetterelefant, rettet den Zoo in Afrika und die Schule, ist krank, auf dem Schloss, auf dem Mond. Er hatte auch mal ein Restaurant. Ja, der hatte ja alles schon. Und also jetzt klingt das alles ein bisschen anders. Das neue Müllauto. Der Dinosaurierknochen. Oh, Weihnachtsmarkt im Zoo, das klingt noch traditionell. Nachts in der Erfinderwerkstatt. Das besondere Osterei. Die Halloween-Nacht. Und jetzt ganz neu erschienen, 2020, der Zuckerstückchen-Express. Und demnächst Benjamin Blümchen gegen die Nazis. Ah, ja, gut. Was ist denn das? Benjamin, das ist ein Hakenkreuz. Ach, das ist ein Hakenkreuz. Törö, nein, Benjamin. Kein Törö, das ist schlimm. Warum denn? Und dann
dann erklärt ihm das nämlich, ne? Ich glaube aber, also mal davon abgesehen, bin ich ja der Meinung, man kann Edgar Ott nicht wirklich beerben. Dementsprechend kann man Benjamin Blümchen sowieso nur bis Folge 80 hören. Wir sind jetzt bei Folge 144. Ja. Der wurde ja dann, nachdem er gestorben ist, ersetzt durch Jürgen Kluckert. Der macht seine Rolle wohl auch ganz gut, aber ist halt kein Edgar Ott. Was ich noch viel schlimmer finde, ich lese gerade, und ich habe mich nämlich auch mal gewundert, als ich mal reingehört habe, beziehungsweise nicht gewundert, mir war klar, dass er tot ist. Joachim Nottke hat ja den Sprecher, den Erzähler gesprochen. Das war der Erwin in der Rolle. Der ist auch nur bis Folge 86 und danach war er auch Fujiyama. Seitdem übernimmt das Gunter Schoß. Und der klingt nun wirklich überhaupt nicht wie Joachim Nottke. Okay. Katja Briemel spricht übrigens seit Folge 34 den Otto. Und wenn ich da richtig liege, doch. Ja, das ist die Sprecherin von Clarissa, Melissa Joan Hart. Fasse ich noch an die Nickelodeon-Serie. Ja, natürlich erinnere ich mich an sie. Die spricht seit Folge 34 den Otto. Okay. Ansonsten alle tot und weg. Lass mal was Fröhliches machen. Was kommt denn sonst noch im Kino? Ja, es kommen noch zwei absolute Überkracher diesen Monat ins Kino. Wo ich mir jetzt sicher bin, dass du dir zumindest den nächsten Film anschauen wirst, weil du so eine kleine Disney-Bitch bist. Auch wenn ich jetzt nicht weiß oder gerade nicht mehr in meinem erkältungsverseuchten Hirn weiß, ob du pro oder contra der ganzen Verfilmung, Realverfilmung von bekannten Zeichentrickfilmen bist. Mulan kommt. Nö. Mushu ist ja gar nicht dabei. Was soll ich mir in der Mulan angucken? Mushu war der Drache oder was? Ja. Ich hab das Original nicht gesehen. Was interessiert mich denn bitte schon dieser Quatsch? Das ist im Großen und Ganzen, das ist ja ein Film, da fürchte ich ja leider, wird Disney komplett auf die Fresse fallen, weil ganz klar, dieser Film, also in Amerika werden ihn auch einige Leute gucken, aber das ist nur andeutend ein Film, den hat Disney gemacht für den chinesischen Markt. Weil das ist eine chinesische Volkssage, halt Mulan. Aber in China haben die ja gerade andere Probleme und gehen jetzt nicht so sehr ins Kino. Ich wollte gerade sagen, wird das jetzt vielleicht nicht, vielleicht schlechtes Timing. Ja, und deswegen. Generell. Also, James Bond wurde nach hinten verschoben. Ich meine, Mulan klingt jetzt auch so ähnlich wie Wuhan. Ja, gut. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ein Film primär für den chinesischen Markt, denke ich. Und weil vermutlich haben sie deswegen auch den Drachen weggenommen, weil vielleicht wollten sie jetzt nicht so, dass übertrieben ausgerückt, dass das chinesische heilige Tier, also da jetzt ein Fabelwesen, jetzt lächerlich machen, deswegen haben sie ihn rausgenommen. Aber was soll ich denn jetzt damit? Ja, im Kino anschauen, weil du ja schon so ein großer Fan des Zeichentrickfilms. Ja, nee, lass mal. Der Zeichentrickfilm ist jetzt auch nicht so der Bringer gewesen. Und ich hatte mit einer Freundin vor kurzem die Realverfilmung von König der Löwen mal auf Blu-ray geguckt. Und dann ist uns halt auch mal kurz auf, und da lief davor auch schon ein Trailer für Mulan. Wir waren beide mal, ja, warum sollen wir den gucken ohne Mushu? Interessiert uns auch gar nicht. Was interessiert mich jetzt hier so eine dämliche Volkssage über eine Frau, die sich als Mann ausgibt und Krieg führt? Ja, vor allen Dingen so unrealistisch. Nichtsdestotrotz, ich bin auch kein großer Fan von Disney-Realverfilmungen. Es gibt 1, 2, die finde ich interessant. Ich fand Dumbo, fand ich zumindest interessant. Jetzt ist auch nichts Großartiges, bedauerlicherweise, aber von dem Burton erwarte ich leider auch nichts Großartiges mehr mittlerweile. Aladdin war... also am besten hat bislang tatsächlich die Dschungelbuch-Verfilmung abgeschnitten. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. War das nicht Netflix-exklusiv? Ach nee. Netflix-exklusiv war Mowgli, okay. Ja. Und I remember. Aber darüber hinaus ist dieser ganz Realfilm-Kram doof. Hatte ich gerade noch einen schönen Diss gegen dich diesbezüglich im Kopf, aber hat meine Erkältung wieder rausgekickt. Sorry, hole ich irgendwann nach. Der letzte Film in unserer Liste der 10 Filme, wegen denen man diesen Monat unbedingt ins Kino gehen sollte, wenn man nicht unbedingt ich ist, der ohnehin nicht ins Kino geht, sei denn übergroße Dinosaurier, übergroße Roboter Godzilla. Da kann ich übrigens ganz kurz sagen, es gab wohl erste Test-Screenings für Godzilla vs. Kong und der ist wohl recht gut angekommen. Naja, natürlich, das ist auch ein No-Brainer, oder?
Ja, na, aber da haben wir tatsächlich ein riesengroßes Glück, dass der Film abgedreht gewesen ist, weil nach den enttäuschenden Einspielergebnissen vom zweiten Godzilla, denke ich, wäre er nicht abgedreht, wäre... Ja, aber der zweite Godzilla war doch noch nicht mal schlecht. Er war er nicht, aber er hat leider gefloppt. Und demzufolge denke ich, wenn Kong gegen Godzilla nicht schon abgedreht geworden wäre, wäre der nicht mehr gekommen. Ja, aber Godzilla 2 war doch kein Flop. Er war aber auch definitiv weit unter den Erwartungen. Pubbelapapp. Weit unter den Erwartungen. Du und dein Negativbla. Also was weit unter den Erwartungen. Ich möchte dich nochmal erinnern, ja, angebliche Cineasten wie du oder auch dieser ominöse Troy von Troys Filmclub damals behauptet haben, Prometheus, ja, hätte das Alien-Franchise getötet. Und da würde niemals eine Fortsetzung kommen, ja. Ja, und dann, ne, was kam Jahre später? Alien Covenant. Und hat ja. Alien Covenant etwa das Alien-Franchise getötet? Ja. Mag sein, aber sehr, und zwar sehr nachhaltig. Da redet auch kein Mensch mehr über einen etwaigen Alien 5. Das könnte stimmen, aber ist natürlich nicht wahr, sehe ich zumindest nicht ein. Was ich nicht habe kommen sehen und was ich auch nicht erwartet hätte, obwohl der Film, da sind wir uns, glaube ich, einig, einer der besten Filme der letzten Jahre war, kommt jetzt eine Fortsetzung, A Quiet Place 2. Also der war echt gut, also der war richtig gut. Und, also der war richtig, richtig gut. Ich bin nur gespannt, was sie draus machen. Also ganz ehrlich, das ist sogar fast ein Film, wo ich mir überlegen könnte, ins Kino zu gehen. Und das auch nur, weil der erste so gut war. Ja, super Film. So. Der ist so scheiße. Ja, der erste Teil war richtig gut. Und also das hatten wir ja auch hier im Klotzkast, da ist ja jeder außer dir ist dieser Meinung. Ja, der erste Teil des Horrorfilms war überraschend erfolgreich, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Macher des Films den Erfolg wiederholen wollen. Ja. Schon wie bei A Quiet Place gilt auch in der Fortsetzung, diejenigen, die Geräusche machen, sterben. Die Überlebenden der Alien-Invasion versuchen sich mit so wenig Lärm wie möglich zu verständigen. Auf der Flucht vor den Aliens trifft Familie Abbott einen weiteren Überlebenden und der Kampf gegen die Außerirdischen beginnt. Wäre es da nicht toll, wenn Benjamin Blümchen da helfen würde? Benjamin Blümchen und die Außerirdischen aus der Hölle. Und du, der... Ah, ja. Kino, sage ich da nur. Ja, ich glaube, es ist eher so ein Monat, wo ich viel lesen werde, wie es scheint. Ich dachte, das wäre der Punkt gegeben, wo ich dir die Möglichkeit gebe, eine Überleitung zum... Ja, sorry, ich muss das noch ganz kurz sagen. ...zu diesem Abschlussthema zu ermöglichen. Ja, ehrlich gesagt, das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft, das Abschlussthema, aber ich probiere es mal noch, ja? Und zwar, ich hatte heute... Gibt es so 1, 2, 3 Filme in deinem Leben, wo du sagen würdest, ja, also die, das sind nicht einfach nur Filme, die stehen so ein bisschen für irgendwas. Also irgendwie gibt es sowas bei dir? Vermutlich nein. Aber bei mir gab es sowas, weil ich saß heute nämlich mal, also wie gesagt, das ist jetzt etwas mit der Brechstange herbeigeführt, Entschuldigung. Ich bin ja heute von der Arbeit nach Hause gefahren, natürlich in Berlin üblich, kam der Zug mal erstmal wieder nicht. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, dann schreib halt irgend so eine Review auf Letterboxd. Du fährst zu Zeiten von Corona mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, du kannst sonst ja nichts in der Stadt hier machen. Ja, du kannst doch laufen. Ja. Sei nicht so faul. Ja, gut, dann muss ich diesen Podcast an dieser Stelle unterbrechen. Ich muss jetzt langsam los. Nee, und da fiel mir ein, Haus 2. Hast du Haus 2 mal gesehen in deinem Leben? Ja, aber nicht im Kino. Du hast ihn zumindest mal gesehen. Ja. Und du hast ihn garantiert vergessen. Ich weiß nur, dass irgendein toter Opa oder sowas. Ja, genau. Und so ist es bei mir halt auch. Ich glaube, er hatte nichts mit dem ersten zu tun und auch nichts mit den Nachfolgern. Genau. Der steht ja völlig für sich alleine. Das ist im Großen und Ganzen so ein etwas bisschen gruseligerer Fantasy-Film, wenn du so möchtest. Aber, und das ist halt die Sache, ich erinnerte mich dann daran, das ist so der erste, wirklich der allererste böse Horrorfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das muss man halt so sehen, der Film, der kam 1987 in die Kinos. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob der
ja später erst nach Deutschland kam. Früher hat es ja noch immer eine Weile gedauert. Aber lass mich zu dem Zeitpunkt, als der Film ins Kino kam, 10 oder 11 gewesen sein. Und Gott, bist du alt. Ja, und den wollte ich halt unbedingt sehen, weil der erste Teil, der hatte nämlich dieses absolut coole Plakat mit dieser Skeletthand, die einen Klingelknopf drücken möchte. Ja, definitiv, ich erinnere mich. So, voll böse, voll gruselig. Und jetzt kommt der zweite Teil und da war die Skeletthand auch drauf. Und da dachte ich mir natürlich, Wahnsinn, der muss ja richtig krass sein. Ne, den will ich gucken, das ist absolut klasse. Ich bin zu dem Zeitpunkt immer mit meiner Oma ins Kino gegangen. Also quasi jeden Sonntag. Das ist Kindervorstellung, halt der übliche Kram. Da liefen alte Asterix-Filme, Nils Holgersson, was halt zu dem Zeitpunkt noch von Kindern geguckt wurde, das lief da. So. Und da konnte ich sie allerdings überreden, dass ich doch bitte mit mir Haus 2 gucken sollte. Und das hat sie dann halt auch gemacht und ich erinnere mich noch ganz gut. Wenn das Grauen ihre Lachmuskeln kitzelt. Genau. Haus 2. Genau. Das Unerwartete. Exakt. Und ich bin halt ins Kino gegangen und die erste Hürde ist gewesen, die Kassiererin, na, wie alt ist denn der Junge? Und meine Oma sofort, ja, der ist 11. Der Film war ab 12 freigegeben, definitiv, aber ja, ist okay, schön so mit rein. Und dann halt im Kino, da saßen da so zwei Jugendliche und einer von denen guckte mich so an und meinte so, sag mal, hast du nicht Angst, dass deine Oma einen Herzinfarkt kriegen könnte bei diesem Horrorfilm? Und ich war erst 10 oder 11 und ich weiß noch ganz genau, für einen kurzen Augenblick habe ich echt gedacht, das stimmt, das könnte passieren, das macht mir doch Sorgen hier. Und dann fing der Film halt an und ich weiß noch, boah, krass, da läuft ja so ein verwesender Opa rum und so ein Grusel-Cowboy. Das ist ja ein richtig krasser Horrorfilm. Das war für mich tatsächlich der erste Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Das ist natürlich kein Horrorfilm. Das ist einmal gucken und vergessen. Aber mir fiel halt dann heute so ein, der erste Horrorfilm, der erste richtig krasse Horrorfilm meines Lebens. Und das wollte ich mal so kurz erzählen. Ich habe vielleicht noch eine andere kleine Anekdote zu einem anderen Film, aber hast du sowas Ähnliches, was dir spontan einfallen würde? Ja, nichts, was ich nicht schon mal erwähnt hätte. Beispielsweise, dass entweder der Glücksbärschi-Film oder Santa Claus mein erster Kinofilm war. Ich dreimal in die unendliche Geschichte 2 war. Zum Glück bin ich hier, um lebhafte Sachen zu erzählen. Ja, ich überlege gerade, was habe ich Dinge, die ich im Kino. Ich weiß noch, ich war damals, das können wahrscheinlich nicht viele Leute behaupten, auf irgendeinem Kindergeburtstag, auf irgendeinem Jugendgeburtstag damals in Ein Kopf und ein Halber mit Burt Reynolds. Ja, also ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand den Film gesehen hat. Ich weiß das echt. Oder noch weiß, wer Burt Reynolds ist. Ja. Lass mich überlegen. Nein. Erzähl du. Du bist spannender, okay, Oma. Konrad, Konstantin, wie auch immer ich dich nennen soll, Columbo. Wer nennt sein Kind denn Konstantin? Ich bitte dich. Also ich könnte jetzt vom Leder ziehen, Frank. Mich würden keine Konsequenzen treffen. Red doch mal weiter jetzt. Ja. Nee, es ist halt so, es gibt tatsächlich einen Film, der hat richtig entscheidenden Einfluss auf mein Leben gehabt. Und das ist Ghostbusters 2. Ghostbusters 2, muss das so sehen. Ich bin, bis ich mal irgendwas selbst so von alleine mache, da muss ja immer erst irgendwas Besonderes passieren. Ansonsten komme ich ja nicht aus dem Arsch. So war ich früher auch schon gewesen. Und deswegen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bedeutete Kino für mich, mit mir muss jemand ins Kino gehen. Also größtenteils halt meine Omas. Die sind dann mit mir jetzt hier zum Zoologischen Garten gefahren. Das war früher halt die Kinoecke von Berlin. Da waren halt diese ganzen Kinos, die mittlerweile auch alle schon längst geschlossen sind. Und dann kam irgendwann Ghostbusters 2. So. Und die wollte keiner mit mir gucken. Meine Eltern wollten den nicht gucken, meine Omas kannten Ghostbusters 1 nicht. Nee, lass mal, wollen wir nicht schauen, ist nicht für uns. Sprich, es gab für mich keine Chance, diesen Film zu gucken. Und Ghostbusters 2 ist für mich tatsächlich der Grund gewesen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Kino gefahren bin, das von meiner Wohnstätte, also halt von meinen Eltern, sehr weit entfernt gewesen ist und wieder alleine zurück. Und das ist quasi der Film, es klingt jetzt lächerlich, aber das ist der Film, wegen dem ich gelernt habe,
alleine durch die Stadt zu fahren, ohne Begleitung. Hätte ein schlimmerer Film sein können, oder? Ja, also weil ich den unbedingt gucken wollte. Und das Geile ist im Grunde genommen, ich kannte die gesamte Story schon in- und auswendig, bevor ich ihn gesehen habe, weil ich hatte echt jede Form von, in irgendeiner Form, Schriftumsetzung, die es in dem Film gab. Also Romane zu Filmen, die waren früher noch so ein Riesending gewesen. Die hatte ich alle. Es gab auch immer, wenn ein Film rauskam, ein Taschenbuchroman und Bildbandroman und genau. Es gab immer mehrere Editionen. Ne? Ich hatte auch alles von der unendlichen Geschichte 2. Ja, und deswegen, wegen diesem Film, bin ich alleine durch die Stadt gefahren. Ja. Und jetzt wirst du im August 2020, wenn wir bis dahin nicht alle von Corona dahin gesiegt sein haben werden sollen, tun, am 13. August 2020 wieder ganz allein dich in die öffentlichen Verkehrsmittel setzen und mit den letzten dann noch verbliebenen Menschen gen Innenstadt tuckern, um dann den dann endlich startenden dritten Ghostbusters zu schauen. Ach du, nee, wenn da nicht die Frau aus dem anderen Film mitmacht, interessiert mich das ehrlich gesagt gar nicht. Das war der Klotzcast. Was hast du gegen die Frauen aus diesem coolen 2016er Ghostbusters? Der war so toll, Frank. Es gab keinen 2016. Großartig war der. Ich hoffe immer noch, dass es ein Crossover gibt. Bengt, sing doch mal ein Lied. Du bist so verbittert. Welcher Film ist richtig Dreck? Welcher ist so richtig tight? Diese Typen haben's gecheckt. Fachidioten mit zu viel Zeit. Egal ob geil oder anspruchslos. Sie haben's gesehen und jetzt geht's hier los mit Glotzcast. Alte Schinken und neue Blockbuster, Glotzcast. Hier kommen Experten, also mach Platz, da Glotzcast.